Herzlich willkommen zu Top 10. Heute 10 weniger bekannte Naturwunder. Nummer 10, das Tor zur Hölle. Das ist ein Krater, der seit 40 Jahren in Flammen steht. Hier haben Geologen Gas entdeckt, doch brach bei den Bohrungen die Bodenplattform zusammen. Man entschloss sich, das Gas anzuzünden, damit es nicht ausströmt, und es brennt heute noch. Nummer 9, Slot Canyons im Südwesten der USA. Das sind diese wunderschönen Canyons, also Schluchten aus Sandsteinschichten. Diese entstanden über tausende Jahre durch Wind- und Wassererosion. Das ist ja wunderschön, bin ich schon im Himmel? Nummer 8, der Nationalpark Tsingy de Bemaraha in Madagaskar. Dort ist ein großer Steinwald aus diesen nadelförmigen Kalksteingebilden. Die sind größtenteils so dicht, dass sie für den Menschen undurchdringlich sind. Nummer 7, das Belize Barrier Reef in der Karibik. Das ist das längste Barriereriff in der nördlichen Hemisphäre. Ein Paradies für die über 350 verschiedenen Fischarten. Man vermutet, dass 90% der Tierarten, die dort leben, noch nicht entdeckt wurden. Nummer 6, der Grand Prismatic Spring in den USA. Jetzt schaut euch das mal an. Das ist die drittgrößte Thermalquelle der Welt. Besonders beeindruckend sind diese prächtigen Farben, die durch Algen und Bakterien entstehen. Nummer 5, der Wulingyuan Nationalpark in China. Hier gibt es über 3000 von diesen schönen Sandsteinpfeilern, von denen manche über 200 Meter in die Luft ragen. Früher war das hier alles Meeresboden. Sieht ein bisschen aus wie die Landschaften aus dem Film Avatar. Nummer 4, die Namib-Wüste in Namibia. Ich hoffe, ihr habt genug Wasser dabei. Ja, wir sehen hier vermutlich die älteste Wüste der Welt an der Westküste Afrikas. Hier gibt es Sanddünen mit einer Höhe von 380 Metern. Nummer 3, der Salar de Uyuni in Bolivien, ist der größte Salzsee der Welt. Fast so groß wie ganz Thüringen. Man schätzt, dass er 10 Milliarden Tonnen Salz beinhaltet. Der ist aber schwer zu erreichen, denn er ist 3700 Meter hoch in den Anden. Nummer 2, das Auge Afrikas in der Sahara. Das ist ein mysteriöses, kraterähnliches Gebilde mit einem Durchmesser von 45 Kilometern. Man ist sich nicht ganz sicher, wie dieses Gebilde entstanden ist, vielleicht eine vulkanische Explosion. Nummer 1, die Socotra-Inselgruppe im Indischen Ozean. Hier befindet sich ein extrem isolierter Landschaftsraum. Ja, man könnte meinen, man wäre auf einem anderen Planeten. Etwa 33% der Pflanzen findet man nirgendwo sonst. Ja, da bekommt man richtig Lust auf eine Entdeckungsreise. Ich bin dann mal los. Auf Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Klicke auf das Logo zum Abonnieren oder schau dir noch einen Top 10 Clip an. Krach 10 heißt jetzt die Besten. So seid, schau am besten mal rein. Dann solltet ihr weiterhin bei den neuen Folgen auf diesem Kanal dabei bleiben.